Was erwartet uns im Jahr 2022? Wir haben noch wenige Tage, bevor das neue Jahr startet. Und die letzten zwei Jahre haben wir alle gemeinsam einiges durchgemacht, egal ob klein oder groß. Und natürlich ist da jetzt die Frage ganz groß, was kommt da auf uns zu? Wie wird es wohl weitergehen? Heute möchte ich dir Inspiration geben, wie du deine Zukunft mitgestalten kannst. Wir wissen alle, dass, oder beziehungsweise die meisten, die mir folgen, wissen, dass wir in einer Welt leben, die aus Energien besteht und dass wir selber auch aus Energie bestehen. Und dass diese Energie immer dem Bewusstsein folgt. Das Bewusstsein bist du, ein sehr mächtiges Wesen, das, wenn es sich mit seinen Gefühlen und Gedanken immer wieder mit Dingen, mit bestimmten Dingen beschäftigt, bringt es genau das in die Realität. Und ich glaube, du siehst schon, in welche Richtung es gehen soll. Es gibt ja Voraussagungen, Prophezeiungen, was alles kommen soll und wird und könnte. Die wenigsten Menschen wissen aber, dass solche Prophezeiungen nur wahr werden, wenn wir an sie glauben, wenn wir darüber sprechen, wenn wir das großartig zum Thema machen. Wenn wir unsere Zukunft erfahren möchten, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir sie mitgestalten. Ich will mit diesem Podcast, mit diesem Video will ich nicht sagen, dass wir zu 100% alles erschaffen. Das kann sein. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Ich denke aber, dass wir mit erschaffen können, mit unserem Bewusstsein, denn wir erschaffen auch im Kollektiv alle zusammen. Und wenn die meisten Menschen sehr negativ sind und sehr verängstigt sind, ja, dann haben wir ein kleines Problem, wie es jetzt gerade so aussieht in unserer Gesellschaft. Aber was wir tun können, ist, dass wir bei uns bleiben, dass wir unsere Zukunft so erschaffen, wie wir sie haben möchten in unseren Gedanken. Ich weiß, dass die meisten, die bis jetzt hierhin zuhören, das wissen und das glauben und wahrscheinlich auch an sich üben, um das für sich umzusetzen. Ich weiß aber auch, dass ganz, ganz viele das für Humbug finden, dass ganz viele das für verrückt halten, die das nicht glauben können. Aber wenn du diese Dinge mal ausprobierst in deinem Leben, wie du mit deinen Gedanken und Gefühlen diese Welt mitgestaltest, mit Kleinigkeiten einfach ausprobieren, dann wirst du sehen, dass du so viel, ich will nicht sagen Macht, Macht ist auch so ein Wort, wovor gerade wir Deutschen ganz große Angst haben, ne? Aber dass wir ganz viel Eigenverantwortung haben in all dem, was passiert. Ich möchte jetzt hier niemanden triggern, weil dann kommt dann, ja, aber warum machen die das? Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe auch nicht daran gedacht. Ich wünsche mir das alles nicht. Aber wir können die Zukunft miterschaffen, wenn wir uns nicht ständig mit diesen negativen Dingen beschäftigen und bei uns bleiben. Diese Dinge, die gerade im Außen passieren, haben ja trotz allem was mit uns zu tun und sie dienen uns, so blöd es auch klingt. Aber in allem, wenn wir in allem das Gute suchen, werden wir es finden. Und das, was gerade draußen passiert in den Medien und in der Politik und wir können nicht einkaufen und die Kinder müssen spezielle Masken in der Schule tragen und so weiter und so fort, triggert doch etwas in uns. Und bei jedem ist es was anderes. Ich hatte mich beobachtet letztes Jahr schon. Was ist es, Amar? Was es gerade in dir triggert, wo du noch heilen kannst? Nicht heulen, heilen. Und mir ist dann bewusst geworden, das ist die Unterdrückung in meiner Kindheit. Und ich will nicht sagen, dass ich voll die bösen Eltern habe, die mich unterdrückt haben. Aber ich habe Schläge bekommen als kleines Kind. Ich habe Ärger bekommen. Ich wurde ungerecht verurteilt für Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und natürlich bleibt es eine Wunde in einem Kind. Und gerade wenn man dann erwachsen ist, wirkt diese Wunde ja in einem immer noch. Und das, was gerade im Außen passiert, ist genauso. Ich werde für etwas bestraft, was ich nicht getan habe. Ich werde für etwas bestraft, wofür ich doch nichts kann. Es passieren Ungerechtigkeiten und ich fühle mich sehr klein. Wie das kleine Kind bei seinen Eltern, das den Mund nicht aufmachen kann, weil die Eltern stärker sind, größer sind, es versorgen und es nicht dulden, dass ich irgendwie Widerworte gebe. Und genau das machen wir alle gerade auch durch. Ich sage jedes Mal, wir sitzen alle im selben Boot, weil wir bekämpfen uns zwar alle gegenseitig, ja, die das gemacht haben und die das halt nicht gemacht haben und so weiter und so fort und streiten und regen uns auf. Und dabei geben wir, ihr kennt das ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. In dem Fall können wir uns fragen, wer freut sich denn? Und wem dient das, wenn wir uns jetzt streiten, wenn wir in der Angst sind, wenn wir uns da jetzt total reinsteigern und in der Angst sind? Wem dient das? Natürlich, was da draußen läuft, ist komplett, ich möchte gar nicht darauf eingehen. Auf was ich eingehen möchte, ist, nächstes Jahr, welche Gedanken und welche Gefühle möchtest du mehr in deinem Leben haben? Denn du manifestierst mit Gedanken und Gefühlen die ganze Zeit.
Überlege dir und nimm das mit zum Manifestieren, zum Neujahresvorsätze, ne, was wir halt jedes Jahr immer zum Ende des Jahres machen. Schreib dir mal eine Liste auf, wenn du magst. Ich kann dich dazu nur einladen. Was möchte ich ab nächstem Jahr, das sind nur noch wenige Tage, was möchte ich regelmäßig denken und fühlen? Ich weiß, dass es schwierig ist, gewisse Gefühle zu fühlen von vielleicht Freiheit, Liebe, Geborgenheit. Schreib es dir trotzdem auf, wenn das dein Wunsch ist. Du ladest das damit in dein Leben ein. Welche Gedanken würden zu dem Leben passen, das du dir wünschst, das du gerne leben würdest? Und schreib dir auch diese Gedanken auf. Ihr Lieben, das, was wir ständig denken, also wenn wir uns das jetzt rausschreiben, ich wünsche mir, dass ich denke, dass ich wunderschön bin, dass ich eine wunderschöne Figur habe, dass die Menschen mich mögen, dass ich ein Geschenk bin für die Menschheit, für meine Freunde, für meine Familie, dass ich die Ausbildung schaffe, dass ich was auch immer. Wenn du dir das aufschreibst und dir das immer wieder durchliest und immer wieder dir selber sagst und sagst und sagst, kommt irgendwann der Punkt, an dem du anfängst, das Ganze zu glauben. Und wenn du anfängst, Dinge zu glauben, formen sie sich und werden die Wahrheit. Und du wirst dann in einem Jahr zurückschauen und geschockt sein, wie schnell und wie viel sich in deinem Leben verändert hat. Und genau damit kannst du deine Zukunft mit erschaffen, indem du dir bewusst machst, welche Gedanken sollten ständig sein. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, welche Gedanken möchte ich gar nicht mehr denken. Ich denke, all diejenigen, die jetzt so mitmachen in den Rauhnächten, haben diesen Teil für sich schon abgeschlossen, herauszufinden, welche Gedanken belasten mich, welche Gedanken möchte ich zurücklassen und möchte ich nicht mehr denken. Diese Arbeit sollte nicht nur zwischen den Jahren gemacht werden oder an den Rauhnächten, sondern immer mal wieder sich selbst checken. Also sei du der beste Coach für dich selber, den es gibt, indem du dich hinsetzt und überlegst, welche Gedanken dienen mir nicht und ich will sie auch nicht mehr denken. Wenn du es dir bewusst machst, erschreckt sich so ein bisschen dein Ego und denkt sich, Scheiße, ist jetzt herausgefunden, weil du entziehst ihm so die Lebensgrundlage und das möchte er ja gar nicht. Aber du gibst deinem Ego neue Gedanken, die du denken möchtest, positive, die dich weiterbringen. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken, die du denken möchtest. Kannst mir gerne, falls du es auf YouTube siehst, unter den Kommentaren schreiben oder kannst mir auch privat schreiben auf Instagram. Da würde ich mich sehr, sehr freuen und lasst uns gemeinsam das Jahr 2022 mit unseren Gedanken in eine andere Richtung gehen. Ich selbst bin immer wieder tief runtergerutscht in negative Gedanken die letzten 2 Jahre, musste mich selbst immer wieder rausziehen, um ja wieder an das Gute zu glauben, an dieser Menschheit. Und ich merke, dass das ganz viel ausmacht, weil es Türen öffnet für Lösungen, für Frieden auch in mir. Von daher, ich drücke dich ganz feste. Denk daran, wir alle sitzen zusammen im gleichen Boot. Wir alle sind zusammen. Du bist nicht allein, auch wenn alle Leute um dich herum ganz anders denken als du. Du bist nicht alleine. Beobachte deine Gedanken und pick dir die raus, die du haben möchtest. Schreib sie dir auf, lies sie dir jeden Tag durch und erinnere dich immer wieder daran, was du wirklich denken möchtest und was du dir wirklich in diesem Leben wünschst. Ich wünsche dir, falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass wir alle gesund reinkommen ins neue Jahr und dass wir das nächste Jahr gesund, voller Energie, voller Liebe, Wunder erleben, aber schöne Wunder, wo wir uns alle umarmen und auf der Straße feiern und glücklich und dankbar sind. Bis dann, alles Liebe.